Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Stell dir vor, du könntest deinen Code auf Sicherheitslücken überprüfen, ohne selbst einen Finger krumm machen zu müssen. Dank modernster KI-Unterstützung. In diesem Video zeige ich dir genau, wie das geht. Ja, wir starten mit der Barb Suite, einem leistungsstarken Tool, mit dem wir die Netzwerkkommunikation einer Webanwendung mit Sicherheitslücken analysieren. Danach werfen wir einen kurzen Blick auf BarbGPT, aber keine Sorge, du wirst diese Lösung nicht brauchen. Stattdessen stelle ich dir meinen kostenlosen ChatGPT-Assistenten vor, den ich speziell für die Community entwickelt habe. Ja, zum Schluss nehme ich dich mit auf eine Reise, die deinen Entwicklungsprozess revolutionieren wird. Bleib dran, denn am Ende wartet noch ein spannender End-to-End-Test mit Testcafé, der dir zeigt, wie du all das, was wir bisher gesehen haben, automatisiert testen lassen kannst. Ja, lasst uns loslegen! Ja, als erstes möchte ich mit euch starten und zwar mit einem ganz tollen Tool, Barb Suite. Ja, das ist ein Pen-Testing-Tool, um Sicherheitstests für Webanwendungen auszuführen. Und dazu wechseln wir mal zum Desktop. Genau, das Ganze kommt von der Firma PortSwigger. Es gibt zwei Editionen dazu, einmal eine kostenlose Version und eine kommerzielle Version. Die Community Edition, also die kostenlose Version, reicht für uns vollkommen aus. Und wie schon gesagt, Barb Suite ist ein Toolset für die Sicherheitstests von Webanwendungen, das Funktionen wie das Abfangen und Analysieren von HTTP und HTTPS-Verkehr und das Scannen nach Schwachstellen bietet. Ja, es wird hauptsächlich eben von Pentestern zur Erkennung und Ausnutzung von Sicherheitslücken genutzt. Von der gleichen Firma PortSwigger, die unterstützen auch eine ganz spezielle Linux-Version für Pentester, nämlich die Linux kommt auch von ihnen. Ja, also eine Linux-Distribution extra für Pentester. Das gute Stück möchte ich auch mit euch einmal ausführen. Barb Suite Community Edition. Wie schon gesagt, damit könnt ihr eben auf Sicherheitslücken testen. Wie funktioniert das Ganze? Ja, das hochkomplexe, spannende Tool habe ich schon öfter bei mir auf meinem YouTube-Kanal ausführlichst präsentiert. Schaut einfach nochmal da vorbei. Was dahinter jetzt eigentlich läuft, es läuft ein sogenannter Proxy und die ganze Kommunikation, die über den Browser quasi stattfindet, ja, die läuft über einen Man-in-the-Middle-Attack, ja, zwischen unserem Barb Suite Tool und jede Kommunikation, die zurückkommt, findet auch hier wieder statt. Und das Schöne ist, du kannst halt alles hier auswerten und wenn du jetzt die teure Enterprise-Version nutzt, dann wird da auch automatisch ermittelt, ob er irgendwelche Schwachstellen erkennen kann. Aber das sind nun mal bestimmte fixe Muster, die dahinterlegt sind. Und das Besondere wäre ja jetzt, das automatisch ja über KI auswerten lassen zu können. Und dazu gibt es eben extra für Barb Suite eine Erweiterung, allerdings nicht von PortSwigger, von der Firma selber, sondern wir haben hier BarbGPT. Ja, das ist die OpenAI's, GPT-3.5 und GPT-4 mit integrieren kann und ermöglicht eben, dass wir dann eine automatisierte Analyse von unserem Datenverkehr eben in diesen Barb Suite erhalten. Sobald du es ernsthaft mit GPT verbinden willst, möchten die Geld dazu haben und das Ganze dann installiert und eingebunden hat, was allerdings nicht mit der Community Edition geht vom Barb Suite. Einfach nur den Vorteil, dass hier bei der ganzen Netzwerkkommunikation eine Auswertung eben in diesem Tool integriert ist. Ich habe das Ganze mal herausgefischt, was da der tatsächliche Prompt dahinter ist und ich habe extra für euch eine ChatGPT-Assistenten gebaut, der euch dabei eben unterstützen kann, ohne dass ihr dieses Tool braucht. Was ich dazu bereitgestellt habe, ist ein Opfer, und zwar den Damn Vulnerable Web App. Ja, also kurz gesagt die VWA. Und das ist einfach eine PHP-Anwendung auf MySQL-Basis, die einen Haufen Sicherheitslücken hat. Ja. Das Ganze habe ich gestartet hier mit Docker und wenn ich jetzt hier Firefox öffne, gibt es eine Erweiterung namens Foxy Proxy und da habe ich dann den Port 8080 ausgewählt, das heißt auf Port
80 läuft eigentlich unsere App mit den Sicherheitsproblemen. Ja, das Passwort ist Admin und Passwort. Und schon kommen wir eben auf die Seite mit den Sicherheitslücken. Im Hintergrund übrigens ist jetzt hier unter Proxy, unter HTTP History, die ganze Kommunikation, wie man sehen kann, Localhost etc. hier aufgenommen worden. Ja, wir sehen links den Request und den Response. Und das Besondere ist jetzt eben, wenn ich euch hier meinen Assistenten zeige. Und zwar habe ich eben hier diesen Prompt hinter diesen Assistenten, also ChatGPT-Assistenten raus. Der Link dazu, der befindet sich eben auch nochmal dann in der Videobeschreibung. Ja, und was könnt ihr damit machen? Also erstens, die Barbsuite Community Edition könnt ihr kostenlos runterladen und starten. Und bei ganz wichtigen Punkten eurer Web-Applikation braucht ihr quasi nur den Request und Response hier einfügen und dann bekommt ihr eine Auswertung, ob Sicherheitslücken gefunden werden konnten. Und zwar haben wir jetzt hier eine Vielzahl an Sicherheitslücken, die da sind. Ich entscheide mich jetzt einfach mal spontan für Cross-Site Request Forgery. Ja, hier erzeuge ich jetzt zweimal ein Passwort mit Test zum Beispiel, Change. Ja, dann sagt er hier eben auch nochmal Passwort Changed. Wenn ich jetzt eben in die Barbsuite hineinklicke, dann sehe ich hier übrigens, dass da oben der Aufruf da ist, wie wir sehen können. Also hier Passwort New, Passwort Wiederholung. Also hier ist der ganze Request. Ja, das heißt, das kopiere ich mir jetzt hier raus. So, Request, Doppelpunkt. Und dann machen wir hier noch Response, Doppelpunkt. Und ich kopiere einfach alles, was hier drin ist und füge es ein. Und Trommelwirbel. Yeah, Sicherheitslückenanalyse. Also er hat Cross-Site Request Forgery erkannt. Er hat aber auch erkannt, dass es eine unverschlüsselte Kommunikation ist, was auch unheimlich wichtig ist und welche Maßnahmen man jetzt betreiben könnte. Also, ich meine, BarbGPT, da hast du das Ganze, was man jetzt hier vor uns sieht, quasi dann in den BarbSuite mit so integriert. Okay, das mag ganz nett sein. Aber ja, ihr habt ja einfach mal diese kostenlose Variation, um diese Auswertung zu bekommen. Jetzt wäre natürlich praktisch, wie könnte man das aber dennoch automatisieren? Ja, dass die OpenAI API quasi das Herzstück hinter ChatGPT angetriggert werden kann mit diesem Request und Response und das vielleicht automatisiert und zwar über eure End-to-End-Tests. Da habe ich ein kleines Projekt vorbereitet und zwar, das ist ein End-to-End-Test mit Testcafé. Dazu hatten wir bereits schon mal etwas länger her einen Livestream auf Twitch und diese Folge ist quasi wie ein ganzer Workshop zu dem Thema. Das findet ihr auch hier oben als Videolink nochmal. Der Test ist eigentlich super einfach zu erklären. Wir gehen eben einfach auf unsere Seite und da steht schon Submit Form to Change Passwort und wie wir sehen können, geht er eben auf diese spezielle Seite, gibt zweimal das Passwort Passwort ein, es wird der Submit-Button ausgelöst und es wird überprüft, ob Passwort Changed hier mit dabei steht. Ne? Das war eigentlich alles, was wir gesehen haben. Der einzige Unterschied, das was jetzt passiert, ist, dass hier ein Hook dazwischen geklankt ist und das ist quasi das Herzstück hinter dieser GPT-Unterstützung. Das heißt, schauen wir uns diesen Hook mal die Implementierung genauer an. Das ist die Klasse Pentesting Hook, leitet hier von Request Hook ab und hier triggern wir eben automatisch den Request und Response. Der gesamte Request, der wird einfach sich in einem Feld gemerkt, ja, die wichtigsten Informationen dazu. Dann haben wir unseren Response und hier schnappen wir uns den Request und extrahieren auch den Response und rufen dann ein Analyze HTTP Communication auf und da wird eigentlich unser GPT aufgerufen. Und wenn wir hier reinschauen, sehen wir, dass nichts anderes stattfindet wie ein OpenAI API Aufruf mit unserem Systemprompt, wo unser Request und Response überreicht wird. Und dann ist das Ganze hier so implementiert worden, dass wenn das Ergebnis was zurückkommt, das sehen wir hier bei dem Hook, ne, da wird überprüft, steht alles okay drin, ist der Test quasi okay. Ansonsten werfen wir eben einen Error, dass der End-to-End-Test fehlschlägt.
Okay, jetzt muss man natürlich dazu nochmal Folgendes wissen. Wenn ich mein Request Response eben mit einem Large Language Model automatisch analysieren lasse, das verbraucht natürlich viel Energie. Ja, das heißt, man sollte vielleicht sowas nicht per Standard mit jedem Request und Response permanent ausführen. Empfehlen könnte ich sogar dafür, und ich habe es auch getestet, man sieht es hier drüber auch nochmal, ich habe das Ganze mit LM Studio zum Beispiel auch ausgeführt und Llama 3. Da muss man den Prompt nochmal etwas feintunen, aber dann kannst du auch mit einem lokalen Large Language Model das Ganze ausführen. Von der Performance ist einfach nur langsamer. Das heißt, du kannst sowas bei einem Nightly-Build einbinden und dann funktioniert das auch super schnell. Schauen wir uns das Ganze doch einmal im Einsatz an. Dazu habe ich hier npm test und wir sehen den gesamten Befehl drunter. Test Café, Chrome, Doppelpunkt, dieselbe Search Engine Choice Screen. Das öffnet jetzt gleich den Chrome Browser direkt. Übrigens, der Befehl wird auch per Standard noch geändert. Test Café und hier startet eben die Website und es geht das Ganze blitzschnell, dass es aufgerufen wird. Und ja, da sehen wir auch schon, der Test ist leider fehlgeschlagen. Naja, weil er sagt, aus Security-Sicht gibt es halt hier Probleme und quasi kriegen hier dasselbe, was wir quasi in unseren Chat-Assistenten von ChatGPT erhalten haben. Wow, damit, ja, das war nochmal der absolute Hit, konnten wir sehen, du kannst mit der GPT, also mit unserer generativen KI, wahnsinnig viel herausholen. Wir hatten bereits ja schon so tolle Videos gemacht. Einmal, wie wir ohne diesen typischen Chat-Charakter einen eigenen File-Manager aufbauen konnten. Ja, hier hinter dem Video. Und dann hatten wir nochmal ein Video, wo wir auch gesehen haben, dass wir mit GitHub Actions und KI hier wahnsinnig viel rausholen konnten. So könnte man auch diesen letzten End-to-End-Test über GitHub Actions automatisch ausführen lassen. Naja, den Wermutstropfen haben wir schon auch ein bisschen bemerkt. Das braucht natürlich deutlich mehr Energie. Es dauert länger, bis Ergebnisse zurückkommen. Daher kann man quasi solche Dinge auch mal aktivieren hinter einer speziellen Kategorie, dass man quasi vielleicht einmal wöchentlich automatisch ausführen lässt oder nur mal für bestimmte Dinge, die man gerade implementiert hat, dass das halt eben ein paar Mal automatisch mitgestartet wird. Also, dass man das quasi so per Standard aktiviert, macht jetzt nicht unbedingt immer so viel Sinn, aber es ist schon mal ultra mächtig, ja, dass wir hier bei so einem End-to-End-Test das Ganze machen können, beziehungsweise wenn ihr es wirklich nur mal kurz während der Entwicklung mal braucht, ja, dann nutzt doch einfach den Assistenten, beziehungsweise, ja, holt euch zum Beispiel LM Studio oder OLL Llama und tut das einfach mit einem lokalen Large Language Model ausführen. Ich hoffe, es hat euch wieder inspiriert, ja, für weitere coole Ideen, was ihr so mit der OpenAI API machen könnt. Was haltet ihr denn davon? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich tierisch interessieren. Ansonsten wisst ihr es ja, das Video hier war nicht kostenlos, ja, weil wenn es euch weitergebracht hat, dann bitte einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir und gerne könnt ihr hier eben auch nochmal Mitglied werden auf dem Kanal und sind sogar Exklusivvideos zum Thema Hacking, Pentesting, mit so Man-in-the-Middle-Attacks etc. und viele andere Benefits, die ihr da haben könnt. Hat mich tierisch gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.